Willkommen zu Part 8 meines Half-Life 2 Let's Plays. Ich habe gestern schon versucht weiter aufzunehmen, das ist euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil ich genug Content noch da habe, aber es hat gestern nicht funktioniert. Aber heute werdet ihr jetzt mehr sehen können. Ja, letztes Mal für euch gestern standen wir dann an diesem Abhang und ich habe schon so eine stumpfe Vermutung, was hier gleich kommen wird und habe das dann auf Part 8 verschoben, dass mal die Zeit auch um war. Aber wir werden sehen. Und da kriegen wir Besuch. Schönen guten Tag. Ein Antlion Guard. Ich hatte den größer und angsteinflößender in Erinnerung. Achso, der ruft noch Leute. Na gut. Erstmal Granaten hinterher. Komm, stirb. Ja, kuscheln sollst du nicht mit uns, aber ansonsten. Der geht ein bisschen auf Tuchkühlung, hä? Oh. Ich hätte den Kampf damals wesentlich anstrengender in Erinnerung. Oh, guck mal, ich kriege Besuch. The free man must follow. Richtig. The Freemen will do wise to heed our extraction of the Myrmidons' aromatic pheropods. The process is not entirely hygienic, therefore, stand aside. The Freemen will have need of these pheropods on the paths ahead. Gather them now. So, damit können wir jetzt nämlich die Endlines etwas kontrollieren. Und Krams eindüngen. Oh. Wo wir bei Levelfehlern sind. Ich habe Hoversteine gefunden. Na, guck mal, da wartet jemand auf uns. Aber sonst ist hier nichts mehr zu holen, da geht's auch nicht weiter. Wir können versuchen, es reinzubangen, aber nee, ja, nee, sind auch unsichtbare Wände vor. Na gut. Tschüss, Haversteine. Aber der hat mit seinem Hintern die Tür aufgemacht. Na gut. Da gibt's auch nichts mehr Tolles an Loot. Guten Tag, Freunde. Well, Dr. Freeman, you're a regular Antlion now. Ja, mittlerweile erkennen sie mich alle. Mein Ruf eilt mir voraus. The Freeman must excuse us. It is rude of us to commune by flux shifting in front of those whose vortal inputs are impaired. Yes, we'll vocalize in your auditory language as a matter of courtesy. Unless we wish to say unflattering things about you. Just so. Do it, Gar. Chur, Gulling, Chur, Alagung. Do it. Do it, do it, cha, do it, do it. Und da ist noch eine Kiste. Wunderbar. Hup, 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 hup. Da sehe ich auch noch eine Kiste, nehmen wir mit. Wir haben eh alles voll, aber. Ja, nicht alles, aber naja, gut. Dann lästert ihr beiden mal schön weiter. Get going, Dr. Freeman. Our prospect is just ahead. One man alone wouldn't stand much chance going in there. Sieht das hier Tankstelle irgendwie. With a pack of antlions. Well, that's a different story. The Freeman honors us by his presence. Follow Freeman. Hello, I'm the Freeman. Ja, dann weise mich mal in die Benutzung dieser Bubbles ein. The Freeman will now be instructed in the use of pheropods. Attend now and learn to shepherd antlions with the so-called bug bait. The Freeman will now pick up the pheropod and toss one into yonder pit.
excels in all tests. Ja, The Freeman ist ganz schön tougher Hund bin ich hier. Da kommt her. Now, attend well. Apply pressure to your pheromone to signal the Atlanteans in your command to follow you. The Freeman shows his excellence in all things. And now, this one must bid the Freeman farewell. Nova Prospect lies just beyond. Remember well what you have learned here. The Eli Vance has greatest confidence in you. Wunderbar. So, dann wollen wir mal Eli retten gehen, wa? Ich frag mich gerade, was diese Blase darstellt. Die scheint ja irgendwie Pheromone auszusondern, aber... Und diese Öffnung da, diese... Also das ist ja aus dem Viech rausgenommen worden. Ergo werden das irgendwelche Leitungen, irgendwelcher... Also, ja, Blut jetzt nicht unbedingt, aber... Nervenleitung an einen Bubbel mit Krams drin. Irgendwie was Eierstockmäßiges oder so. Aber diese lustigen Hämmerchen die machen wir mal aus, damit unsere neuen Freunde uns folgen können. Wenn ich die Achievements noch richtig im Kopf habe, müssen wir 50 Leute mit den Endlines töten. Also werde ich die erstmal versuchen, primär einzusetzen. Los, Freunde! Flieg und sieh! Das hatten wir schon mal. Nein, ich habe nicht wirklich Sailor Moon geguckt, aber... Ich kann mich auch nicht... Oder ich wusste auch nicht, wie das von Sailor Moon kam, wo mir das offenbart wurde. Phil hat da wohl mehr Bildung in dem Bereich. Ja, sehr gut. Macht ihr die auch für mich kaputt? Nö, na gut, dann nicht. Da ist doch nirgends ein Funkgerät, was sprechen könnte. Ist das in die Wände integriert? Interessant. Folgen Sie mir unauffällig. Oh, guck mal, da ist das nächste Ding. Kommt mit. Ich bin allerdings ein Fan von Endlines. Die sind gar nicht mal schwach, die Viecher. Die hauen die so weg. Ja, ja, halt die Klappe, Alarm aus. Also ich glaube, das nächste Teil versuche ich auf hart, das ist jetzt... Oh. Okay, da muss ich vielleicht mal kurz intervenieren. Da ist ein lustiges Ding, wo meine Viecher nicht durch möchten. So, ach komm. Mach die auch noch weg. Ich glaube, dass wir die Endline so lange genug haben, um da mehr Leute mit killen zu können. Nein, lass mich in Ruhe. Oh oh. Das Gefühl, ich kann noch nicht durchwerfen und ich weiß es auch nicht genau. Ja, rennen wir einfach mal. Oh, okay. Schlechte Idee. Ja, rennen wir halt am Strand lang. Das ist möglicherweise sicherer. Ah, ich habe auch noch eine Rakete. Nee, hilft nicht, dann nicht gut. Also ich kann die ruhig in den Tod schicken. Sobald die nämlich sterben, kriege ich automatisch neue. Also bald. Kommen sie schon. Wie gesagt, ist nur die sterben etwas
schneller als wenn ich wäre. Daneben. Kann man damit auch nicht durchschießen? Das ist ja ätzend. Oh. 10 haben wir. Ach, die 50 kriegen wir doch voll, hä? Mal den hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob ich am Strand lang muss, ob ich da vorne irgendwo hoch kann. Mal versuchen, dass wir mit hochkommen. Mit Strand lang meine ich. Oh fuck. Hört auf, mich zu schießen! Ihr seid unfair! Ach, jetzt fangen wir hier wieder an. Ich hätte speichern sollen. Naja, macht uns das Achievement einfacher. Wobei ich eh nicht daran zweifle, dass das ziemlich einfach zu kriegen ist, wenn man die einfach ab und zu mal einsetzt. Hey, ihr macht das! Ach, jetzt liegt hier eine Granate unterm Arsch. Hey! Du hast da gerade meine Viecher getötet mit einer Granate. Arschloch. Ah, da kann man hoch. Dann rotten wir doch erstmal hier ein bisschen die Bunker aus, ne? Kommt her. Ja, da seid ihr ja. BTF. Ja, geht doch mal rein. So, raus hier. Speicher hier einfach mal ganz ein paar holen. Oh, ich habe das Gefühl, dass das hier reingeht. Ah. Och nö. Kann ich dir eigentlich auch. Schubdidubdidu. Ich lasse einfach meine Endlines alles machen. Das ist doch eine sehr entspannte Vorgehensweise. So. Oh, Munition habe ich alles voll. Wunderbar. Dann speichern wir nochmal. Ein bisschen exzessiver wieder speichern. Ich habe vorhin gemerkt, dass das auch mal praktisch sein könnte. Hallo, ich habe euch da gerade hingeschickt. Wollt ihr da wohl hingehen? Wie werfe ich die Dinger denn? Habe ich irgendwas in mir? Ja, vielleicht sind das auch irgendwie Eier oder was? Und ich habe das bei mir, das hier reproduziert. Hm. Ear protection must be worn. Naja.
Wie gesagt, was exzessiver speichern. Sie will in Ordnung. Macht das. Zack, zack. Opfert euch für euren Herrn. Okay, sammelt euch. Kommt zu mir, kommt zu mir. So, und jetzt los. Da will ich doch ein bisschen leben, weil ich hier doch sehr unachtsam damit umgehe. Aber nun gut. Die mögen das auch nicht, mit diesem Pheromonzeug beworfen zu werden. Aua. So unachtsam, wie ich anfangs mit meiner HP war, so vorsichtig muss ich doch jetzt irgendwo sein. Ich bin aber der Meinung, geschaffen das trotzdem und ich werde das nochmal speichern. Und genau dann kommt einer um die Ecke und will mir was. Das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Top-Speicherpunkt geworden. So, treffen würde. Lass hier mal meine Viecher in Ruhe. Nein, Blödsinn. Hier geht's super. Oh. Ja. Ah, 1 HP, Challenge accepted. Ich sagte Challenge accepted. Wow. Ich sollte aufpassen, wie, was für Speicherpunkte ich mir so aussuche. Ach, wir wären nicht Freeman, wenn wir das nicht trotzdem schaffen würden. So, Freunde der Nacht. Helft mir mal wieder. Ich brauche echt gerade so etwas. Wenn die nicht in dem Bunker da hinten drinne wären noch, ne? Der ist gerade das Hauptproblem. Ja, und meine eine HP natürlich, aber primär, weil ich nicht so gut zum Bunker vorkomme. So, nochmal speichern. Geht mal erst da hinten hin. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Okay, rüberrennen ist critical. Nicht die beste Idee. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich die dahin schicke, dass ich dann hier rüberrennen kann. So. Jetzt können wir hier nochmal speichern.
Jetzt sind wir schon mal hinter den Viechern. Na komm. Ich hätte auch gelacht, weil wir das jetzt nicht packen würden hier. So. Guck mal, wir haben zwar immer noch nur 11 HP. Ja, wir haben es gepackt. Und wir haben einige Tote auf unserer Uhr gesammelt. Aber. Hey. Alles in allem war das doch gar nicht so schlimm. Das ist wahrscheinlich kein Durchgang, aber ja. So. So. Mal schauen. Hier gibt es ja bestimmt. Ach, oh, Zombies. Juhu. Ihr merkt auch nicht, dass die tot sind, wenn die noch da liegen, ne? Brav. Ist nicht so. Sehr schön. Weiter geht's. Schön an der Felswand entlang. Oh, oh, oh. Wir sollten speichern. Ich habe so das Gefühl, wir sollten speichern. Und dann sollten wir Leute irgendwo anklemmen. Ja. Sehr gut. Das kriegen wir auch noch. Oh, wie schön die zurückfliegen mit dem Bogen. Das ist so geil. Ich sollte den wieder mehr benutzen, hier den Crossbow. Und ich sollte vielleicht nochmal speichern. Oh, guck mal, da ist noch ein bisschen Zeugs. Guck mal, da haben wir schon wieder halbe AP voll. Das ist doch easy. Der hängt noch eine Runde ab. Wunderbar. Ja. Ich höre euch doch. 40 haben wir schon. Also haben wir es ja bald. Noch 10 Leute mit Endlines töten. Ich fliege hier automatisch, wenn ich nichts mache. Oh, so geil. Getroffen. Jumpshot. Und der nächste Ladescreen. Juhu. So. Ihr wollt mich auch gerade verarschen, oder? Dass ihr da alle nacheinander hinrennt. Naja. Mich stört's nicht. Im Gegenteil, ich freue mich und speichere. Ach, da kann man auch nochmal gemütlich alle wegschießen. Ja, man down, genau. Am besten gehst du da dran, genau. Stehen bleiben. Ups, daneben. Ach, geht doch. Nächste Waffe leer. Mach nix. Wieder drei Leute oben weggehauen, bevor die mir irgendwie Schaden machen konnten. Genau, Nils. Wollte ich auch gerade sagen. Gibt's hier noch Krams für mich? Kaputte Torsos? Nee, die brauche ich nicht. Alarm brauche ich eigentlich auch nicht. So, die Türme oben sind schon mal leer. Das ist doch sehr praktisch. Zumindest die beiden. Der nicht. Was habe ich denn Schickes eben gegen den Turm? Hier noch Raketen? Ne, habe ich nicht. Ich hätte noch eine MG-Granate. Aber die ging übers Ziel hinaus. Na gut. Ja. Easy peasy. So.
Kann man auch den Turm von außen irgendwie hoch? Nee, kann man nicht. Schade. Hätte ich jetzt ja ganz angenehm gefunden, wenn ich da hochkomme und ein bisschen Rüstung und Krams kriege. Aber ist auch nicht so schlimm. So, ach, da hinten ist es wieder. Also die nächsten, die aufs Maul wollen. Hier hüpft ein Freeman durch euren Garten. Ihr solltet aufpassen. Ja, guckt euch da hinten mal irgendwo um. Meine Lakaien. Oh nein, guckt euch da jetzt mal um. Und jetzt guckt euch mal da oben um. Ihr müsst schon gemeinsam springen. Wenn er einzeln springt, killt er euch. Oh. Also jetzt wäre es echt geil, so ein paar Raketen zu haben. Munition, Munition, Munition. Leute. Nein! Ich habe gedacht, ich könnte dir jetzt ganz cool so ein Ding ins Fenster schmeißen. Hallo. Ah, das hab ich schon voll. Dann machen wir unsere Energie auf. Oh, eine große Station oder haben die alle 75? Ich habe bislang noch nicht ganz drauf geachtet. Oh, ich hab schon keinen Schuss mehr. Nein, das war zu hoch. Nicht mal getroffen. Natürlich liegt draußen, liegen draußen Medikits rum. Hallo. Ja, kann ich auch. Ich brauche mehr Raketen, Leute. Wo geht's denn überhaupt weiter? Oh, guck mal, Raketen. Sehr schön. So. Was ist das da? Ja, gut. Hallo, können wir von einer Rakete sterben, anstatt die abzuschießen? Da steht das Prinzip einer Rakete nur so halt, ne? Die sollen euch töten. So, ja komm, dich haben wir doch jetzt, oder? Wunderbar, wo ist der andere? Komm, hier auf. Ah, One Man Army. Cool, noch ein Achievement. Ah, da gucken wir mal eben rein. Vielleicht gibt es ja was umsonst. Ja, ein bisschen HP. Jetzt gechillt in der Ecke, der Junge. So. Wir kennen das Spiel, wir speichern. So. Vielleicht sollte ich für den Nahkampf keine Raketenwerfer wählen. Ich habe gehört, es gibt da effektivere Sachen. So. Hier sind alle Wände auch schön. Muss gucken können, wie es weitergeht. Ich kann nicht ganz lesen, was da steht. Prospect, okay. Oh, da steht es nochmal, wie praktisch. So. Lag da schon ein toter Combine drin? Ist das ein Combine? Ich sehe es gerade gar nicht. Na egal. Ihr habt hier Löcher in den Wänden.
Aua. Hier liegen tatsächlich tote Combines. Interessant. Situationskomik, hä? So. Geht jetzt nicht weiter, aber hier können wir durch. Können wir auch gemütlich von hinten. Ach, die fallen auch so von meinen neuen Freunden um. Na gut. So, ja, den haben wir gerade gesehen, ne? Der ist. Da liegt ein toter Combine. Wird er sich wohl was bei gedacht haben, hier zu sterben? Bestimmt. Ich meine, die halten sich ja für so klasse. So. Ja, kann man die Tür da wegkriegen? Oh ja. Ich habe jetzt mehr dahinter erhofft, aber gut. Was man übrigens auch machen kann, man kann die sich hochnehmen und dann gegeneinander werfen oder so. Also die sollten schon hinfallen, damit die aktiviert sind. Hallo. Du hast deaktiviert zu sein. Genau. Da ist eine Tür. Gehen wir doch die Tür. Überall eigene Lampen hinstellen, anstatt die vorhandenen Lampen in Betrieb zu nehmen. Naja gut, kann man machen. Gucken. Barnacles, juhu. Ich habe sie fast vermisst. Aber noch. Ach ja. Ja, komm. Komm, nimm mich, friss mich, begehre mich, begehre mein Fleisch. Nein. Normalerweise ist das ein schlechtes Zeichen, wenn von oben. Genau. Einer ist schon beim Runterfallen gestorben, na gut. Wieder speichern, wir kennen das alte Spiel. So, hier geht's nur nach unten, dann gehen wir halt mal nach unten. Toter Combine ist guter Combine. Die haben wir gerade schon ausgeschaltet. Jetzt können wir nach ganz unten hier. Geht's hier irgendwo weiter? Der Stein reflektiert auch interessant, ja. Was mir gerade auffällt, ist, dass die Gefängniswände gar nicht mehr so viel reflektieren. Ich hatte euch in der ersten Folge, glaube ich, versprochen, dass das der Fall sein wird. Entweder hatte ich damals beim Durchspielen einen Bug oder die haben das mal gefixt, scheinbar. Aber ich kann mich daran erinnern, dass damals echt so ziemlich alle Gefängniswände reflektiert haben. Wie doof. Das hatte mich nämlich schon etwas irritiert. Aber das ist nicht mehr der Fall. Oh, größeren Schrank für den Mann. Hab's dann eben. Ja, nehmen wir eine Heizung. So, weiter geht's. Warum sind meine Viecher nicht alle tot? Ich will lebende Viecher haben. Guck mal. Ein Lambda-Symbol. Das gibt's hier immer noch. 21 von 45. Wette, wir haben eine ganze Menge übersehen, aber naja, gut. Da geht's lang. Bin gespannt, wo wir am Ende damit aufhören, quasi. Also, wie viele wir insgesamt finden werden. Einen habe ich ja schon beim gestrigen Special gefunden. Das, was ich gestern sogar aufgenommen habe, aber halt bevor ich den Sicher neu gestartet und meine Probleme hatte. Aber gut. Ein anderes Achievement, das wir gleich machen können, ist einen Combine mit einem Klo zu töten. Das sollte jetzt hier keine sonderlich große Herausforderung sein. Oh, guck mal, wir kriegen einen neuen Gast. Und gucken, ob der wieder so schnell stirbt wie sein Cousin. Wieso
finden die Kleinen mich eigentlich attraktiv und folgen mir und gehorchen mir, aber die Großen mögen mich nicht. Die scheinen wohl zu checken, dass ich, Also gut, sind auch deren eigene Pheromone. Sag mal, wie schnell sterben die Viecher denn? Die haben doch sonst viel mehr ausgehalten. Wurden die auch mal genervt? So, wir nehmen uns mal eine Toilette mit. Falls wir unterwegs mal müssen. Ich brauche einen Combine. Combine in die Toilettenduschen-Dinger. Combine in die Toilettenduschen-Dinger. Ach komm hier. Wir beschleunigen den ganzen Part etwas. So. Toilette mitnehmen, nicht vergessen. Ich taufe dich auf den Namen Dixie. Und da haben wir das Achievement schon. Das ist ja auch ein Achievement, die mit ihrer eigenen... Na, guck mal, da haben wir das Achievement auch. Ob es ein Achievement gibt, die mit ihrer eigenen Granate zu töten? Ich meine, wäre ja auch ein schönes Achievement. Komm, da oben schmeiß ich mal eine Granate an den Kopf. Mit Manhunt töten gibt, glaube ich, ein Achievement, aber ich weiß nicht, wo man die... Ich brauche einen Manhunt hier. Ja, ich weiß nicht, wie viel man damit töten muss. Ja, vielleicht sollte ich die Manhunts auch nochmal anders nutzen, als ich es bislang getan habe. Den Besuch von hinten. Ah, wo ist die Granate? Ach, fuck, die ist weg. Die ist schon zu lange aktiv, die hole ich mir nicht mehr. Oh. Dann habt ihr noch ein paar Manhunts für mich. Lasst ihr den Vortigern wohl in Ruhe, ihr Penner. Das Problem ist jetzt, dass die, Combines auch so ziemlich alles hier, Endlines auch so ziemlich alles hier töten, bevor ich großartig was versuchen kann. Aber, naja, so schlimm ist auch nicht. Ich guck nochmal gerade kurz in die Achievements mit dem, ja, 5 Leute muss ich mit den Dingern töten, das kriegen wir auch hin. Ah, danke du Endlion. Es ist der Endlion da durchgegangen, deswegen ist er so in die Luft geflogen. Aber wenn ihr da gerne durchgehen möchtet, dann geht doch. So. Speichere ich aber nochmal. So. Machen wir irgendwelche Türen hier auf. Wunderbar. Ich kann mich auch daran erinnern, dass hier mal eine Station, eine Health Station oder sowas war, aber... Oh, guck mal, ein Lambda-Symbol. Da wollen wir doch auch eben rein. Zählt auch, wunderbar. Wieder einer mehr. Hat noch jemand Manhacks für mich? Ach, das ist ein Turm. Oh. Wie war das hier? Konnte sich, glaube ich, irgendwie... Musste, glaube ich, da vorne rein. Oh, Munition. Hallo. Ja, komm, jetzt zerschlag dich noch. So. Hey, du sollst das Ding aufhalten.
Na gut, dann geht das halt kaputt. Ah ja, hier habe ich auch den Vorteil, dass ich das schon mal durchgespielt habe. Und nicht so lange her wie Half-Life 1. Demnach weiß ich hier noch ungefähr, wo man jeweils hin muss. Weiß jemand, wann die angefangen haben, die Spielzeiten zu tracken? Weil das ist halt bei mir nicht erfasst, wie lange ich damals gebraucht habe. Ich habe Half-Life 2 laut Steam noch nicht vorher gespielt gehabt. Dabei habe ich es halt definitiv schon mal durchgespielt gehabt. Und da es, glaube ich, auch auf Steam veröffentlicht wurde damals, muss ich das ja auf Steam gespielt haben. Naja, dann... Ja, rennt ihr mal durch die... Mal eben gucken, steht da was von mal. Ah, das haben wir natürlich nicht geschafft. Da sind wir reingerannt. Wir haben den Sand berührt auf dem einen Level. Das ist halt so wild. Ich sehe auch gerade schon, dass die 40 Minuten, die ich momentan für die Folgen eingeplant habe, schon wieder um sind. Deswegen mache ich an dieser Stelle mal einen Cut. Und ob ich das Manhunt Achievement im nächsten Teil schaffe, seht ihr morgen. Na, meine Lakaien. So, danke fürs Zugucken und bis in den nächsten Part. Tschüss.